Das Promi-Geflüster mit einer sommerlichen oder sagen wir mal vorsommerlichen Ausgabe. Also die Temperaturen sind ja jetzt schon wieder recht gut gestiegen. Und ja, die Trockenheit kommt auch langsam wieder zu, kriegt man zu spüren. Aber sei es drum. Mein heutiger Interviewgast kommt aus Graz, aus dem schönen Österreich, aus der schönen Steiermark. Und es ist nämlich weiblich, mein heutiger Gast, hat ein brandneues Album mit im Gepäck. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Monika Martin, grüße dich. Ich grüße dich, lieber Frank. Schön, ich habe nämlich gleich das Bild hier mit dabei, siehst du, die CD, ja, da haben wir sie. Diese Liebe schickt der Himmel, genau, ein brandneues Album mit tollen Titeln wieder drauf, ganz genau. Ja, Monika, erstmal schön, dass wir uns mal wieder sehen, mal wieder treffen. Ganz meinerseits, Frank. Ich habe gerade mal so zurückgeschaut, das war schon fast wieder 2014, glaube ich, wo wir die letzte Begegnung hatten, am schönen Bodensee. Was, 2014? Ja! Nee, da haben wir uns bei immer wieder sonntags doch immer wieder hinter der Kulisse getroffen. Ja gut, okay, aber so bei so einem schönen großen Konzert meinte ich da, ja genau. Ach so meinst du. Ja. Also wo wir uns da auch für ein Interview verabredet hatten. Egal. Ja. Aber jetzt haben wir natürlich viele kleine Krisen hinter uns lassen müssen dürfen. Und du bist natürlich hier wieder mit dabei am Start. Schöne CD, wie gesagt. Danke. Sind viele Titel drauf, wo es darum geht, auch die Liebe mal wieder zu spüren und weiterzugeben, vor allen Dingen. Gerade auch in der heutigen Zeit, denke ich mal, wo die Liebe vielleicht doch ein bisschen hinten anstehen muss, oder? Du sagst es. Ich glaube, das Thema der Liebe ist aktuell global gesehen das wichtigste Thema, das die Menschheit momentan beschäftigen sollte. Nicht mit dem Finger zu den Nachbarn zu zeigen, die Bösen, die der Krieg führen, sondern vor der eigenen Haustüre zu kehren beginnen. Wie lange habe ich mit der Schwiegermutter schon nicht gesprochen, weil vielleicht die Erbschaft anders ausgefallen ist als geplant? Warum spreche ich mit dem Schwager nicht? Was hat mir der Nachbar angetan mit seinem Zaun, der doch 10 Zentimeter zu weit auf meinem Grundstück steht? Das sind so Dinge, die uns kleine Kriege bescheren, die wir selbst schaffen oder über denen wir drüber stehen können, über die wir drüber stehen können. Das sind so Dinge, wo wir bestimmen, ob wir glücklich sind oder ob wir Recht haben. Diese Möglichkeiten gibt es immer wieder. Weise Menschen sagen, es kann nicht so wichtig sein, dass es mich so kränkt, dass ich krank werde. Das sind Menschen, die viel verstanden haben. Und deshalb ist es auch so, dass das Thema der Liebe in seinen vielen, vielen Facetten, die es da gibt, auch diesmal ganz besonders die 14 Stücke meiner CD ziert. Mhm. Da kommen verschiedenste Inhalte vor. Von der Tierliebe über die Mutter-Kind-Liebe bis hin zur partnerschaftlichen Liebe. Irma Holder hat einmal zu mir gesagt, Irma Holder, die berühmte Textdichterin, Sehnsucht wird der Mensch immer haben. Und glaub mir, Monika, wenn die eine Sehnsucht gelöscht ist oder gestillt ist, es stellt sich in kürzester Zeit die nächste ein. Also eine kleine Verliebtheit im Geheimen ist vielleicht immer etwas Schönes. Es ist ein kleiner innerer Motor, der einem das Leben versüßt. Auf alle Fälle, da ist was dran, ganz genau. Ja, und du hast es gerade erwähnt, die Liebe zu den Tieren. Ich denke mal, das ist auch was, was eigentlich so in den Liedtexten oder in der Musik vielleicht noch gar nicht so Thema gefunden hat, obwohl es eigentlich, glaube ich, auch ein Thema ist, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Wenn ich nur dran denke, viele kriegen ja immer wieder zu Weihnachten einen kleinen Hund geschenkt oder sonst irgendwas und jetzt kommen die Sommerferien und dann merkt man auf einmal, das Tier passt vielleicht gar nicht mehr dazu und man setzt es irgendwo aus. Das ist nur so ein Thema. Was geht da in dir vor oder wie stehst du jetzt da dazu, vom Inhalt auch von deinem Lied? Also dieses Lied, die aktuelle Single, die jetzt zur Veröffentlichung der CD am 26. Mai 2023 herausgekommen ist, heißt Liebe für jedes Tier.
Und ich meine das genauso, wie ich dieses Lied eben auch angedacht habe. Ich wollte schon lange in meiner Laufbahn mal ein Lied den Tieren widmen. Aber ich will damit kein schlechtes Gewissen machen. Ich bin fest davon überzeugt, und da werden mir vielleicht die Tierfreunde recht geben, dass Tiere wie die Menschen eine Seele haben. Sie empfinden genauso Freude, Glück, Schmerz, Leid. Sie können es nur nicht so mit uns kommunizieren, oberflächlich gesehen. Wenn man sein Tier genau kennt, kann man mit seinem Tier ganz genau kommunizieren und versteht alles, was er oder sie meint. Ich spreche dann natürlich in erster Linie unsere Nutztiere an. Ich habe mich mal gefragt, das war 2018, warum streichle ich die einen und warum esse ich die anderen? Warum mache ich das nicht umgekehrt? Es hat sich für mich ein Horrorszenario in meinem Kopf aufgetan, und die Folge war unter anderem mit einer gleichzeitigen Begebenheit, nämlich dass ich gesehen habe, wie ein Tier geschlachtet wurde, dass ich kein Fleisch mehr essen konnte. Es war einfach nicht mehr möglich. Dieser Blick von diesem geschlachteten Tier oder dass da gerade geschlachtet wurde, der hat sich in meine Seele so eingebrannt, dass mir völlig bewusst wurde, dass diese Geschöpfe Gottes das natürlich alles mitbekommen. Die Tiere, die Schweinerl, wissen, wann der LKW vor dem Stall hält und was geschieht und was geschehen wird. Die spüren das. Diese Schweine zählen zu den intelligentesten Tieren. Und es sind natürlich Nutztiere, die den Menschen das Überleben sichern, die Nahrung sichern. Ja, auch Hund und Katz werden damit gefüttert, mit diesen Restabfällen, die da bei der Verwertung eines geschlachteten Tieres anfallen, oder eben nicht nur die Restabfälle. Aber es geht immer darum, wie dieses Nutztier sein Leben fristen durfte. Ob es ein glückliches, schönes Leben hatte, ein artgerechtes Leben, oder ob es in Tierfabriken gehalten wurde und nach wenigen Monaten schon zur Schlachtung kommt. Tierfabriken und Tiertransporte quer durch Europa sind für mich die größten Schandtaten der Menschheit. Auf alle Fälle, ganz klar, wenn man bloß auch immer wieder sieht, die Küken, wie die gleich teilweise dann auch vernichtet werden, weil es für die Nutzung und für die Weiterverarbeitung nichts bringt, finde ich auch grauenhaft, definitiv. Aber der Konsument entscheidet das, Ja, klar. nicht die Politik allein. Der Konsument. Wenn ich bei Aldi oder Hofer oder Billa oder Spar, wie sie alle heißen, vor dem Kauf, vor dem Regal, vor dem Lebensmittelregal stehe und ich wähle jene Eier, die von Freilandhühnern gelegt wurden, die ein glückliches Leben haben durften oder haben dürfen, dann wird auch die Qualität des Eis eine viel bessere sein. Weil es kommt ja schlussendlich mir, also dem Konsumenten, zugute, wenn ich dafür etwas mehr bezahle. Ich spreche von etwas mehr bezahle in Zeiten, wo alles so sehr teuer geworden ist durch die Inflation, ja. Trotzdem wird noch immer so viel an Lebensmitteln weggeworfen. Vielleicht gibt es dann, wenn man teureres Fleisch kauft, teurere Eier kauft, nur zwei, dreimal pro Woche diese Lebensmittel und nicht jeden Tag, die dann, wenn sie einem anstehen oder gar nicht so gut schmecken, weil ihm die Qualität nicht so gut ist, übrig bleiben. Und da müsste ein Umdenken passieren. Aber ich spüre es an den Tierfreunden, die mich immer wieder darauf ansprechen und sagen: Monika, endlich erhebst du deine Stimme für die Tiere. Ja, es ist mir ein Bedürfnis, für diese Geschöpfe Gottes zu sprechen, die für sich selbst nicht sprechen können. Richtig, ganz genau. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie so weitergeben und die Botschaft raustransportieren, dann gibt es vielleicht auch doch ein Umdenken. Definitiv. Ich meine, früher, ich weiß es, man hat auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Bei uns natürlich auch nicht. Das Ja, ist bei uns auch nicht. vielleicht einmal in der Woche. Sonntags gab es dann immer den Sonntagsbraten, wenn überhaupt dann. Ne? Ganz genau. Genau. Ja, und ich denke mal, wir haben genügend andere
Variationen, die man essen kann, die auch viel gesünder sind im obendrein. Ne? Ja, und durch diese große Fleischproduktion wird ja auch das Klima sehr stark beeinträchtigt. Es werden Wälder gerodet, damit Weideflächen entstehen, damit die Tiere auch eben dann hinaus können. Aber da müsste man sich auch schon fragen, ist es überhaupt notwendig, so viel Tierfleisch zu produzieren, auch wenn sie glücklich gehalten werden? Das ist die nächste Frage. Richtig, richtig, genau. Und es muss auch nicht immer unbedingt das argentinische Rind sein, gell? Wenn man das eigene vor der Haustür hat, sozusagen. Ne? Ja, genau so. Gut, soweit jetzt mal zu den Tieren. Also apropos Tiere, hast du einen treuen Begleiter an deiner Seite oder ein Haustier? Ja, ich darf drei treue Begleiter sogar nennen. Ich hatte vor einiger Zeit mit meiner Mutti zusammen drei kroatische Kätzchen gerettet. Wir hoffen, dass wir sie gerettet haben und dass es so die richtige Entscheidung war. Mhm. Wir waren in Kroatien auf Urlaub und haben Straßenkatzen gefunden. Kleine Kätzchen mit einem Auge. Ja? Die haben da unten im Sommer insofern eine Überlebenschance, weil sie von den Touristen in den Restaurants immer wieder Futter zugeworfen bekommen. Aber wenn man da im Winter runterfährt, und ich bin mit meiner Mama öfter mal im Winter unten gewesen, sage ich jetzt mal, weil es momentan nicht möglich ist, mit der Mama zu reisen, weil sie leider sehr schwer erkrankt ist. Aber wenn man da im Winter unten am Meer spazieren geht, klettern die Kätzchen einem an den Jeans hoch, weil sie so hungrig sind. Die betteln um Futter, die klettern richtig am Menschen hoch. Okay. Und das sind so Dinge, wo ich mir gesagt habe, auch hier sollte man hinschauen und nicht wegschauen. Die Menschen vor Ort sind selbst jetzt damit beschäftigt, selbst über die Runden zu kommen, finanziell, um alles hinsichtlich ihrer Familie in die Reihe zu bekommen. Und da ist es vom Wohlstand her nicht so vergleichbar, nicht überall so vergleichbar, wie wir es haben. Es gibt natürlich arme Gegenden, die wahrscheinlich von der Lebensqualität wesentlich besser dran sind, als wir es haben. Aber es ist immer eine Sache des Blickwinkels. Mutti und ich haben uns auf jeden Fall entschieden, diese drei Kätzchen zu adoptieren. Wir sind zum Tierarzt gefahren unten in Kroatien, haben sie impfen lassen, haben ihnen Reisepässe besorgt und haben sie ganz legal ausgeführt. Und wir haben gesagt, diese drei Kätzchen sollen das schönste Leben haben, die es für ein Katzenkind gibt. Und es sind drei stattliche Kater, drei schwarz-weiße stattliche Kater geworden. Okay. Und sie versüßen uns das Leben. Sehr schön. Und dann, weil du es ja jetzt gerade deine Mama erwähnt hast, auch ein Lied auf der CD drauf, der den Titel Mama trägt. Ja, das ist aber mehr oder minder zufällig passiert, denn ich hatte diesen Titel schon vor der Erkrankung meiner Mama angeboten bekommen. Mhm. Der hat mir insofern gefallen, weil er eigentlich den Beginn von Muttis und meinem Weg beschrieb. Meine Mama hat sich von ihrem Partner sehr, 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 sehr früh getrennt. Mhm. Da war ich noch ein Baby. Und meine Mama hat mich die ersten 6 Jahre meines Lebens selbst durchs Leben getragen. Und als alleinerziehende Mutter ist das, wenn jemand so eine Situation im Familienkreis oder in der näheren Umgebung kennt oder vielleicht am eigenen Leibe erfahren hat, nicht so leicht. Es ist schwierig, zum einen arbeiten zu gehen, zum anderen für das Kind voll da zu sein. Mhm. Mutti und ich hatten aber das Glück, dass es da noch eine sehr, sehr große Familie gibt, die uns im Rücken steht. Eine Familie, die wirklich eine Vorzeigefamilie ist. Mhm. Opa ist leider schon sehr früh verstorben, aber Oma mit 4 Schwestern meiner Mama, inklusive deren Familien. Und so hat es Mama geschafft, mit mir diese ersten 6 Jahre sehr, sehr gut alleine durchzukommen, wo man zuerst vielleicht, wie es im Lied erzählt wird, daran zweifelt, ob das möglich ist, ob man das alles schafft. Und wo das Kind aber dann irgendwie sagt, Mama, wir haben uns lieb, wir halten zusammen und das ist die wichtigste Basis fürs Leben. Und das ist es nach wie vor für uns. Mama hat dann, als ich 6 Jahre alt war, meinen Stiefvater geheiratet, der dann wirklich mein Papa war. Ist, wie gesagt, leider Gottes schon sehr, sehr früh vorausgegangen. Aber bis zu meinem 19. Lebensjahr waren wir eine wunderbare Familie.
die zusammengehalten hat und die alles gemeinsam gemacht hat, die gemeinsam gefrühstückt, zu Mittag gegessen und zu Abend gegessen hat, die Ausflüge gemacht hat. Urlaub fahren war für uns nicht wirklich an der Tagesordnung, weil wir hatten nicht viel Geld, aber wir haben immer Wochenendausflüge gemacht. Ja, das ist doch schön, genau. Ja, es hat dann nichts gefehlt. Mhm. Und dieses Lied hat mir meine Kollegin Alessa geschrieben. Mhm. Alessa ist eine Sängerin, die ich sehr, sehr schätze. Es ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern es ist vor allem ein hervorragender, brillanter Mensch. Mhm. Alessa ist im wirklichen Leben Tierärztin und trägt das Herz am rechten Fleck. Sie weiß, den Menschen auf die Lippen zu schauen, okay, und besingt Themen, die einfach jeden von uns betreffen, wo man sich sofort angesprochen fühlt. Mhm. Sie hat auch so starke Lieder, die so richtig durchmarschieren. Ja? Bei Andreas Gabalier würde mir da das Lied Sie sofort einfallen, bei Alessa das Lied Du bist die Liebe. Okay. Also das ist ein Lied, dieses Du bist die Liebe, da kann ich gar nicht aufhören, es immer wieder von vorne zu hören. Und das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Und wir haben uns befreundet und da gibt es absolut keine Stutenbissigkeit, denn ich sage, es ist für jeden in der Branche, weil ja jeder seine Art von Musik macht. Richtig, richtig. Genug Publikum, genug an Interesse, genug an Auftritten und genug an Fans da, mhm, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Das stimmt. Und wenn es darum geht, ein Konzert im Stadion zu geben, ja, mhm, dann wird es Andreas Gabalier, Helene Fischer oder Andrea Berg machen. Mhm. Wenn es darum geht, ein Konzert zu geben, das in der Kirche stattfindet, mhm, dann wird es vielleicht Monika Martin oder Gabi Albrecht sein. Ganz genau. Wenn es darum geht, in einem Festzelt so richtig einzuheizen, dann wird es Melissa Naschenweng sein. Ja, genau. Also da hat jeder so seine Zone, sein Gebiet, da wo die Menschen sofort wissen, da fühle ich mich zu Hause, dort gehe ich hin. Mhm. Mhm. Auf alle Fälle, genau. Ja, nee, das stimmt. Und so soll es eigentlich ja auch sein, also dass man wirklich hier ein Miteinander hat und nicht gegeneinander arbeiten, ganz genau. Dann kommt, sehe ich noch einen Titel, Bella Toscana, die Toscana. Ja. Was hat es da damit auf sich? Verreist du da gerne hin? Ist das ein Gebiet, wo du gerne hingehst? Schön, dass du diesen Titel nennst. Bella Toscana ist für mich so ein im Stile als ein schöner alter deutscher Schlager produziert worden. Mhm. Ich liebe die Toskana. Ich hatte ja sogar eine eigene DVD in der Toskana, fahrend in einem Cabrio, selbst fahrend in einem Cabrio gedreht. Zu dem Titel jetzt dazu? Nein, nee, zu einem Album, das wir zuvor produziert haben. Und das sind so Erinnerungen, die ich nicht vergessen werde. Und als es jetzt darum ging, für dieses Album, diese Liebe schickt der Himmel, ein Gebiet, also eine Stadt, ein Land auszuwählen, wo man die DVD drehen kann, mhm, fiel mir die südsteirische Toskana ein. Wir haben ja hier südlich von Graz, eine Dreiviertelstunde fährt man bloß hin, die steirische Toskana, die wirklich so ausschaut wie die echte Toskana in Italien, nur etwas kleiner. Aha. Und da ich jeden Tag bei meiner Mama sein möchte, weil ich mit meiner Mama ganz, ganz eng bin und wenn es ihr schlecht geht, ich ganz besonders gerne bei meiner Mutti bin, haben wir uns diese südsteirische Toskana für den gesamten Videodreh ausgesucht und da ist eben auch Bella Toskana verfilmt worden. Okay, dann wissen wir das auch jetzt mittlerweile, genau. Sehr schön. Ja, und so sind es noch super tolle Titel drauf, denke ich mal, die man wirklich alle hören sollte und sich reinziehen sollte. Ich sage mal parallel dazu, zu unserem Promi-Geflüster, wir haben auch noch einen Radiosender, der nennt sich Schlager 24 auf laut.fm.
Da haben wir dann die Titel von der Monika Martin auch mit drin. Da lohnt es sich dann durchaus auch mal reinzuschauen und reinzuhören. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt hier ausstrahlen, es ist ja bei YouTube, da haben wir dann schnell wieder ein Problem mit dem Urheberrecht und somit kann man das wieder ein Stück weit umgehen. Aber ich darf da auch gerne noch ein paar Tipps abgeben, die mir persönlich sehr ans Herz gewachsen sind, wenn ich dir ins Wort fallen darf, Frank. Natürlich, sehr gerne. Ich habe 2 Titel von Nana Mouskouri gecovert. Das ist etwas für jene Musikliebhaberinnen und Liebhaber, die gerne die stille Monika Martin hören. Da gibt es zum Beispiel den Titel "Und die Stille lebt". Das ist 1:1 von Nana übernommen worden. Da mussten wir jetzt keinen neuen deutschen Text drauf machen, weil sie diesen Titel auf Deutsch gesungen hatte. Ich habe es natürlich in meiner Fassung produziert, zusammen mit Matthias Roska. Und das ist mein absoluter Lieblingstitel. Also dieses "Und die Stille lebt". Meine Mama hatte einen sehr, sehr schweren Schlaganfall, kann momentan noch nicht wirklich sprechen. Es kommt langsam. Aber wenn ich meiner Mama in die Augen schaue und diese Stille erlebe, spüre ich, diese Stille lebt. Und wir schauen uns an und wir können uns nonverbal unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass da die Kommunikation plötzlich nicht mehr möglich war, sondern wenn man einen Menschen lieb hat, dann versteht man alles. Der zweite Titel von Nana Mouskouri, den sang sie in französischer Sprache. Ich habe ihn in Deutsch gesungen. Joachim Hornberges, einer der renommiertesten deutschen Texter, hat mir einen wunderschönen Text draufgeschrieben, der da heißt "Nie". Und das ist auch also für mich ein Zuckerl der CD. Okay. Das letzte Lied des Albums heißt "Ich habe geträumt". Und ich denke mal, dass das mein neuer Abschlusstitel für meine Live-Konzerte werden wird. Denn am Schluss singt ein großer Chor und das Publikum, stelle ich mir vor, wird dann so mitsingen. Ealoai, 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 Abschied tut so weh. Ealoai, ealoai, Abschied tut so weh. Und dann wird der Chor des Publikums das übernehmen und auch wenn ich dann schon von der Bühne gegangen bin und vielleicht schon in der Garderobe sitze, wird das Publikum draußen noch immer "Ealoai, Abschied tut so weh" singen. Und das sind so Bilder, die sich mein Kopf und mein Herz so vorstellt, wo ich mich schon sehr, sehr darauf freue, diese Titel live zu singen. Und es gibt natürlich auch für jene Menschen, die gerne ein bisschen Abtempo-Titel, also flottere Musik am Tage ihres Alltags hören, da ist zum Beispiel der Titel "Und er singt" ein heißer Tipp. Ja? Eine lustige Geschichte, die da erzählt wird von einem Mann, der da neben einer Frau schon jahrelang wohnt und sie irgendwie nicht erobern kann, dann stellt er sich mit seiner Gitarre ans Fenster und spielt für sie. So Art Romeo und Julia auf modernen Geschichten. Ja, genau. Also, die Liebe, man sieht's, kommt in allen Titeln irgendwo vor. Es muss nicht immer traurig, traurig sein, kann auch fröhlich sein. Und es darf ruhig auch ein bisschen Stimmung dabei sein, ganz genau. Ja, wunderbar. Du hast es jetzt gerade auch erwähnt, wo du wieder gerne, wie du es vorstellen kannst, wenn du auf der Bühne bist, was so passieren kann. Wo sieht man dich denn so in nächster Zeit? Wo bist denn du unterwegs? Ich habe sehr, sehr weite Reisen, aber auch sehr nahegelegene Konzerte, Gott sei Dank, am Plan. Man könnte auf meiner Homepage www.monika-martin.at oder de oder com meinen Tourplan einsehen. Da sieht man, dass ich jetzt dieses Jahr noch in der Steiermark zu Gast sein werde, in Kapfenberg. Ich werde Ende Juni in den Niederlanden in Lossa auftreten. Ich werde viele, viele Konzerte, zum Beispiel Anfang Juli in Deutschland absolvieren. 2 Kirchenkonzerte am 1. Juli in Halle an der Saale. Am 2. Juli in Kuhnewalde in der schönen, großen oder größten Dorfkirche Deutschlands. Haben 2000 Menschen Platz. Und ich habe hier schon viele, viele schöne Konzerte geben dürfen. Singen. Und ich habe jetzt auch schon meine anstehende Solotournee im Programm aufgelistet.
2024 wird es im Frühling, aber auch im Herbst viele, viele Konzerte quer durch Deutschland geben. Das Solokonzert Diese Liebe schickt der Himmel. Wunderbar, da freuen wir uns alle drauf. Und vielleicht gelingt es ja, wenn es irgendwo, wenn du in der Nähe bist, dann schaue ich auch mal vorbei. Sehr gerne, lieber Frank. Ne? Ja, Social Media, bist du auch aktiv? Wo trifft man dich da an? Ich bin hauptsächlich auf Facebook anzutreffen. Mhm. Ich poste meine Postings selbst. Ich lese meine Eintragungen, die mir die Fans schreiben, auch alle immer wieder. Also ich hatte jetzt mal zu meinem 61. Geburtstag einen ganz simplen Post geschrieben, wo ich mich einfach beim Herrgott bedanke, dass ich 61 Jahre alt werden darf, dass ich so schön meine Berufung leben darf, dass ich danke, dass es meiner Mama wieder etwas besser geht. Und dieser Eintrag hatte über 1,8 Millionen Zugriffe. Mhm. Also das hatte ich überhaupt noch nicht erlebt. Es waren, glaube ich, einige tausend, ich glaube 2.500 Kommentare. Also die habe ich nicht alle gelesen, aber sonst lese ich immer alle. Das wollte ich damit sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, also ich sage mal, auch da ist ja vieles anders geworden mit Social Media. Man ist viel direkter an den Fans dran und ja, das macht auch. Ja, finde ich aber schön, ja. Und so finde ich auch schön, dass von der Pandemie, wenn ich das nur kurz erwähnen darf, meine Clubkonzerte und meine Unplugged-Konzerte im Internet geblieben sind. Mhm. Als uns da im März 2020 irgendwie als Künstler alle Konzerte plötzlich genommen wurden, aus verständlichen Gründen, hat es mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich hatte aber das Glück, dass ich kurz zuvor mir in Graz einen eigenen kleinen, aber feinen Konzertraum eingerichtet hatte, der als Veranstaltungsstätte auch genehmigt wurde und alles rechtens eingerichtet wurde mit Boxen und mit Mischpult und was halt alles dazugehört, Licht und Kameras. Kamera noch nicht, aber Licht, weil zuerst hatte ich dort Live-Konzerte geplant. Ich wollte so meinen eigenen kleinen, aber feinen Konzertraum haben. Ja, plötzlich war das nicht mehr erlaubt. Und dann hatte eine meiner beiden besten Freundinnen die Idee, Zoom-Meetings zu machen. Zoom-Meeting kann man sich so vorstellen, die Menschen sehen mich am Bildschirm auf ihrem Computer oder am Laptop, aber ich sehe die Menschen auch, ja, und man kann sogar miteinander kommunizieren. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich da irgendwie so Konzerte geben. Ich hatte es ja im Jahr 16 und 17 schon probiert, aber es war ein Riesenaufwand von 10 Menschen, die ich da engagiert hatte. Bildtechnik, Übertragungstechnik, Tonmeister, Administration. Kommt einiges zusammen, ja. Ja, und diese Freundin hat mir aber geholfen, hier ein kleines, aber feines Team zusammenzustellen. Denn sie hatte mit diesem Medium Zoom-Meeting schon wirklich gute Erfahrungen gemacht. Sie hat Astrologiesitzungen auf diesen Wege gemacht. Und sie hat mir das eingerichtet und hat mir einfach gezeigt, wie das möglich ist, auch während der Pandemie mit meinem Publikum Kontakt zu halten. Und das war mir ja das Wichtigste, mit meiner Fanfamilie diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Natürlich kostet das alles was und die Karte ist auch nicht billig. Ja? Mhm. Sie kostet 100 Euro, aber, nicht schrecken, aber man bekommt dafür ein dreistündiges Konzert, man bekommt dafür, und das ist jetzt das Besondere, ein 20-minütiges Vier-Augen-Gespräch und das gibt es sonst nicht. Nee, das gibt es sonst höchstens am Autogrammstand und da hören 27, 28, 29, 30 zu. Das sind so Dinge, die man dann auch irgendwie hochrechnen darf. Wenn man zu zweit ein Konzert besucht, wohin reisen muss, vielleicht sogar eine Nächtigung dazu ist, dazu im Zusammenhang stattfinden muss und man noch essen geht, also ist es weit, weit über diesen Betrag. Auf alle Fälle. Und es ist natürlich die Entscheidung von jedem selbst, aber die Herrschaften, die mich da die ganze Pandemie über begleitet haben, haben mich nach der Pandemie gebeten, diese Konzerte beizubehalten. Die Ampler-Konzerte sind mit Live-Musikern.
Das ist noch einmal was anderes. Richtig, richtig. Und die Clubkonzerte sind halb Playback gespielt. Okay. Zu verschiedensten Thematiken, und die Thematiken und die Konzerte kann man auf meiner Homepage einsehen unter Auftritte, Clubkonzerte, Unplugged-Konzerte, und da kann man sich auch ein Bild davon machen. Sehr gut, sehr schön. Ja, dann haben wir doch schon wieder einiges Neues erfahren von der Monika. Die Zeit ist schon wieder wie im Fluge vergangen. Ja. Halbe Stunde haben wir schon wieder hinter uns. Wahnsinn. Ja, deswegen nochmal dir herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Frank. Bitte gerne. Also schaltet ein, auch bei unserem Radiosender laut.fm/schlager24, und da erfahrt ihr dann schon, und auch auf Promi-Geflüster auf unseren Seiten, wann Monika im Radio zu hören ist. Also wir bauen sie im Programm 1, gibt eine Sondersendung parallel zum Interview, und dann ihre schöne Musik. Dann sage ich jetzt dir, liebe Monika, alles Liebe, alles Gute. Danke. Danke. Ganz, ganz viel Liebe, wie gesagt, und auf hoffentlich ganz bald. Ich freue mich drauf, lieber Frank, und danke, dass du dir diese tolle Plattform hast einfallen lassen. Ich glaube, das ist jetzt für die Menschen noch einmal etwas anderes, mehr über ihre Lieblinge zu erfahren. In diesem Sinne, auch dir eine gute Zeit, und ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. Deine Monika, und liebe Grüße an alle Gäste von deiner tollen Plattform. Bis dann. Tschüss.